Hallo und herzlich willkommen zurück zu Android. Ja, was wir diesmal machen, also letztes Mal haben wir hier diese wunderschönen Notifications zusammengebastelt. Dieses Mal werden wir uns mit Widgets auseinandersetzen. Widgets sind diese kleinen wunderschönen Felder auf eurem Homescreen, also wenn ich den mal hier aufmachen darf. Das hier zum Beispiel, diese Analoguhr ist ein Widget. Die kann zwar nicht viel, aber da kann man zum Beispiel auch noch so Sachen machen, wenn man draufklickt und ja, solche Sachen halt. Das ist ein Widget, weil es sich verändert, weil es besonders groß ist und nicht nur ein normales Logo, was dann die App öffnet. Das sind theoretisch auch Widgets, aber das hier ist ein besonderes Widget und das möchte ich jetzt mit euch machen. So, was wir dazu natürlich erstmal brauchen, ist ein Widget. Und deswegen werden wir hier einfach mal ein neues erstellen. Ja, wenn ich treffen würde, wäre es natürlich von Vorteil. So, okay, ein App-Widget, das nenne ich einfach mal Widget. Und das kann aktuell nicht viel. Hier kann man einstellen, wo man es haben kann. Keyguard habe ich aber leider keine Ahnung, was das ist. Deswegen mache ich Homescreen Only. Das war ja auch Default. Und hier kann man sagen, wie resizable das ist. Also das heißt, man kann das Widget dann am Schluss vergrößern. Also anfangs sieht es so aus, ist so groß. Und später kann es dann von mir aus 4x4 groß sein, wenn wir hier horizontal und vertikal einstellen. Aber ich hätte es gerne am Anfang schon 3 breit. So. Und dann klicken wir hier auf Finish und bekommen eine wunderschöne Klasse. Und theoretisch hatte ich gehofft, auch gleich das Layout dazu. Da ist es perfekt. Also wir haben hier diese wunderschöne Klasse Widget bekommen und dann ein Enabled, eine Disabled-Funktion, die Update-Funktion, die hier aufruft für jedes Widget. Und hier sehen wir dann, wie das Widget aussehen soll. Jetzt wundert euch bitte nicht, das wird später auf keinen Fall so groß sein. Denn es ist viel, viel kleiner, weil es ja noch skaliert wird. Also es nimmt ja nicht den ganzen Platz ein, sondern es ist wie bei einem Fragment. Bei einem Fragment oder Fragment, je nachdem, wie ihr es nennen wollt. Es ist nur 3 in der Breite und 1 in der Höhe. Das heißt, lang nicht den ganzen Bildschirm. Und ja, wir haben hier eigentlich fast voll alle Möglichkeiten zur Verfügung. Aber nicht ganz alle. Ja, es gibt noch einige Sachen, die ich euch hier noch nicht erklärt habe. Die werden wir dann vielleicht irgendwann anders mal machen, wenn ihr Lust drauf habt. Anfangs möchte ich eigentlich bloß mal hier so einen Button haben und dieser Button soll nichts Besonderes machen. Genau. Ja, und wenn wir dann hier eben diese die Update-Widget-Methode angucken, dann sehen wir, dass hier dieser Text hier geupdatet wird. Ja, dieser Text bedeutet aber nichts anderes. Er setzt das Ganze wieder auf Widget-Text und da steht Example. Ups. Ah, das war schon ausgelagert. Da steht eigentlich bloß ein Example drin. Ja, das ist natürlich dann hier relativ sinnfrei. Aber das App-Widget, das aktualisiert sich die ganze Zeit. Das updatet und updatet und updatet. Das ist natürlich sehr aufwendig und deswegen müsst ihr auch immer gucken, wie viele Widgets ihr tatsächlich auf eurem Homescreen platziert, ohne dass eure App gleich furchtbar ausgelastet ist. Beziehungsweise euer Launcher, also die Homescreen-App sozusagen, dass die nicht ausgelastet ist ohne Ende. Ja, okay. Wollen wir mal richtig anfangen hier mit dem Code? Wir wollen natürlich, dass hier was passiert und dass wir zum Beispiel draufklicken können und dann wird irgendeine App gestartet, zum Beispiel, was weiß ich. Und deswegen machen wir jetzt hier zum Beispiel mal. Wir setzen hier für, das sollten wir vielleicht da unten machen, oder wir ziehen das einfach nach da oben, das passt schon. Wir sagen hier, okay, wir gehen in die Remote Views. Ah, übrigens hier diese Remote Views habe ich euch letztes Mal angedeutet, die bekommt man einfach, indem man sagt New Remote Views und Context.getPackageName und R.LayoutWidget. Und dann hat man einfach eine neue Remote Views Ansicht sozusagen und führt dann dieses Text-View-Feld wieder ein und schon ist man bedient. Ja, und hier haben wir dann noch Update-App-Widget. Das ist dann dieselbe Methode nochmal, aber von dem App-Widget-Manager. Der macht es intern dann halt noch, dass es dargestellt wird. Okay, hier wollen wir jetzt allerdings ebenfalls einen Remote Views haben. Ich ziehe das einfach mal hoch, weil wir aktuell ja noch nicht so viel drin haben. Genau so. Und die Methode hier brauchen wir dann nicht mehr. Dann lasse ich das einfach mal aus. Das kopiere ich auch mal nach oben. Genau so, weil ich möchte jetzt da oben in dieser Methode hier weitermachen. App Widget ID haben wir natürlich hier gerade nicht. Das ist
Einfach App-Widget IDs von 0 ist es, glaube ich. Müsste ja eigentlich die erste sein. Werden wir dann sehen, ob es einen Fehler gibt oder nicht. Was ich euch eigentlich hier zeigen wollte, ist, wie man zum Beispiel bei OnClick was passiert. Oh, und dazu brauchen wir einen Intent hier. Ein Intent i gleich New Intent. Intent. Ah, ich habe es mal wieder nicht importiert gehabt, deswegen schlägt es mir das nicht vor. Da geben wir natürlich den Kontext rein, wie immer. Und wir sagen hier zum Beispiel dann, wir wollen einen Broadcast Receiver, den wir selbst geschrieben haben. Okay, ich sollte ihn vielleicht nicht Broadcast Receiver nennen. br.class. Und diesen Broadcast Receiver, der empfängt dann quasi alles, was von diesem Widget ausgeht. Also wenn ihr auf irgendeinen Play-Button klickt oder auf einen Pause-Button oder sonst irgendwas, was auch immer ihr da gerade habt. Und dieser Broadcast Receiver, den könnt ihr dann so konfigurieren, wie ich es euch schon in den anderen Videos gezeigt habe, zu dem Broadcast Receiver, dass jeweils die passende Activity aufgerufen wird und dass dann jeweils die passende Möglichkeit oder das passende, ja, die passende Aktion ausgewählt wird. Genau. So, und ja, jetzt haben wir hier natürlich noch die Möglichkeit Set Action. Und da gibt es ein paar extra Sachen, die ich habe es nicht Intent genannt, ich habe es I genannt. Set Action. Jetzt. Dachte gerade, was ist jetzt passiert? Okay, und wir haben hier ein paar extra Möglichkeiten, nämlich den App Widget Manager. Und da haben wir ein paar extra Actions drin. Wir können hier binden, konfigurieren, deleten und so weiter und so fort. Update ist das, was ich euch zeigen möchte. Das ist nämlich quasi das, was hier unten steht. Alles updaten. Und ja, das können wir natürlich auch über diesen Intent steuern, dass wir hier alles updaten wollen. Wir können quasi eine Activity starten, die unsere Widgets updatet. Ist natürlich vielleicht ein bisschen aufwendiger, wie wenn wir das so machen, aber dafür kann ich da drin dann alles steuern. Sowas in der Art zum Beispiel. Und ja, daraus muss dann wieder ein Pending-Intent erstellt werden. Also deswegen zeige ich euch das jetzt nochmal, weil das ein speziell dafür angelegtes Konstrukt ist, beziehungsweise für die Notifications auch. Alles, was außerhalb ist, braucht ein Pending-Intent im Prinzip. Ja, und hier wollen wir natürlich wieder den Broadcast setzen. Pending-Intent.getBroadcast. Denn ich habe ja gesagt, ihr braucht einen Broadcast Receiver, der das Ganze behandelt. Und deswegen sagen wir hier Kontext, Request Code wie immer 0. Packen den Intent rein und setzen eine Flag. Pending Intent Punkt Flag Update Current ist doch okay. So, genau. Und ja, jetzt können wir den ganzen Kram hier abschicken, sozusagen, wenn wir hier draufklicken. R.LayoutWidget ist logischerweise das komplette Widget. Das hat ja hier diese XML-Datei. Und die Example-Schriftart gefällt mir gerade irgendwie, muss ich mir merken. Ja, das lassen wir hier einfach mal raus. Das brauchen wir eh nicht. Ja, wobei doch, das brauchen wir schon noch, sonst wird es ja nicht geupdatet. Aber das brauchen wir nicht. Okay, und jetzt sagen wir hier einfach die Views. Set OnClick Pending Intent. Da. So. Und hier stopfen wir erstmal die View-ID rein. Beziehungsweise, ja, wir sagen hier R.ID und dann, wie auch immer wir das nennen wollen. Beziehungsweise, wie wir es genannt haben, muss ich kurz nachgucken. Der Button zum Beispiel. Wo ist die ID? Button. Wer hätte es gedacht? Da hätte ich drauf kommen können. Ja, okay, packen wir einfach den Button rein und sagen unserem Pending Intent, stopfen wir da auch noch ein. Wo ist der Pending Intent? Heißt P. Gut. Und ja, jetzt wird quasi dieser Button, wenn man auf diesen Button draufklickt, dann wird dieser Pending Intent aufgerufen. Und das ist ja genau das, was ich machen wollte mit diesem Button. Cool. Ja, Error gibt es nur, weil ich diesen Broadcast Receiver noch nicht gemacht habe. Deswegen kann ich euch die App auch gerade nicht vorführen. Ja, jetzt kann man hier natürlich einfach sich quasi sozusagen für den Homescreen alles erstellen, so wie man es gerne hätte. Und kann da weiter Sachen schreiben, die man so irgendwie gerne hätte. Also zum Beispiel Play-Pause-Button oder sowas. Wie gesagt, Services laufen im Hintergrund weiter. Das heißt, ihr könnt,
auch gerne dann einen Service für Musik erstellen und dann eben hier dieses Widget so konfigurieren, dass das Ganze funktioniert. Okay, ja, wir sind aber noch nicht ganz fertig. Wir müssen das Widget ja noch registrieren. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wie intelligent das neue Android Studio ist. Im Manifest müssen wir hier auch noch was machen. Und zwar. Oh, wow. Okay. Das ist natürlich jetzt geil. Es hat quasi schon das Widget hier unten eingefügt. Ja, wir dürfen quasi über App Widget Update, was wir hier drin benutzt haben, App Widget Update, dürfen wir Broadcasts senden und die werden wiederum einfach ganz normal gesendet. Genau. Und hier haben wir tatsächlich auch schon dieses Widget hier, Metadata App Widget Provider. Das ist quasi, dass wir das Widget so reinstellen dürfen. Wundervoll. Das heißt, wir müssen da gar nichts mehr machen. Und ja, jetzt müssen wir das ganze Ding nur noch theoretisch starten und dann können wir ein Widget zu unserem Homescreen hinzufügen. Ich glaube, ihr wisst, wie das ist eher eine Anwendung von Android, aber ein Widget zu schreiben, das haben wir jetzt gemacht. Super, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ihr könnt jetzt richtig viel damit machen. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal.